Am Ende kann der Tuschtroden doch noch feiern. Es ist Balsam auf die geschundene Seele nach der am letzten Spieltag in der Ostfrieslandliga unter fragwürdigen Umständen verpassten Meisterschaft. Bestes Fußballwetter am Mittwochabend in Leerhave. Dort sehen 150 Zuschauer ein Finale des Kreispokals, das es auch in der vergangenen Spielzeit gegeben hat. Strudden gegen den BSC Burhave. Damals allerdings unter anderen Vorzeichen. Die Friedeburger waren als Ostfriesland-Klassist in der A-Staffel, die Burhave als Ostfriesland-Ligist eine Division höher unterwegs und unterlagen im Elfmeterschießen. Jetzt sind die Gelb-Schwarzen von Trainer Michael Schmidt als Bezirksliga-Aufsteiger in der Favoritenrolle. Aber der BSC kommt besser in die Partie. 5 Minuten gespielt, Lukas Drieling und Heiko Schipper mit der Doppelchance. Burhaves Keeper Thomas Hahn hat erst einmal einen ruhigen Abend, weil seine Vorderleute richtig gut mitspielen. Nach einer Viertelstunde die nächste Gelegenheit in Führung zu gehen. Jens Schipper findet Sören Wagner und der zunächst in René Breu seinen Meister. Burhave vor dem 1:0? Nein. Denn dann geht es schnell, zu schnell für unsere Kamera. Tobias Müller nutzt die Konfusion in der BSC-Defensive. 2 Struddener stehen passiv im Abseits, die Nummer 17 nicht. 20 Minuten sind vorbei, ein Tor aus dem berühmten Nichts. Die BSC-Akteure werden griffiger, das Spiel wird intensiver. Der TuS ist indes in Fahrt gekommen. Auch wenn Patrick Breu mit diesem Schuss nicht wirklich gefährlich vor dem Burhafer Kasten kommt. Wie das mit den Fernschüssen funktioniert, zeigt dann Sören Wagner auf der Gegenseite. Ausgleich in der ersten Minute der Nachspielzeit der ersten Halbzeit. Pause in Leerhave. Für Schiedsrichter Philipp Strutz ist es bis hierhin eine angenehme Angelegenheit. Nach dem Wechsel ist die Mannschaft von Olaf Link in den ersten Minuten präsenter. Martin Siebolz mit einem Freistoßfund. Doch die Tore machen die anderen. Zu einem Zeitpunkt, der schon fast das neuerliche Elfmeterduell vermuten lässt. Yannick Schulze bedient Christoph Schmidt. 2:1, 13 Minuten bleiben dem BSC zum Ausgleich. Die Abgeklärtheit eines künftigen Bezirksligisten ist allerdings zwingender. Ballgewinn im Mittelfeld, 80 Minuten sind gespielt und Jeff Dorn macht den Deckel drauf. 3:1. Es folgt das 4:1, 5 Minuten vor Schluss. Wieder trifft Christoph Schmidt. Und das 5:1? Schulze, ein Assist hat er schon. Auf das Tor muss er erst nochmal warten. Ein paar Minuten bleiben noch. Jetzt aber, es soll einfach nicht sein. Er dürfte es verschmerzen, denn der TuS Strudden gewinnt auch die Neuauflage des Vorjahresfinals. Diesmal dem Ergebnis nach deutlich mit 4:1 und ist Kreispokalsieger. Jetzt dürfen die Sektkorken doch noch knallen, auch bei einem gelösten Erfolgstrainer Michael Schmidt. Für den BSC-Kapitän Andreas Schipper ist es der Abschluss seiner Karriere bei den Burhafern. Warum hat es am Ende für euch nicht gereicht? Ich denke mal, dass wir zweite Halbzeit nicht mehr so aktiv waren, nicht mehr zwingende Torchancen hatten. In der ersten Halbzeit hatten wir, denke ich mal, die zwingenderen Möglichkeiten. In der zweiten Halbzeit haben wir halt nicht mehr Zugriff gefunden, die zweiten Bälle gar nicht mehr bekommen. Und ich denke mal, Strudden hat dann natürlich in entscheidenden Momenten dann die Tore gemacht. Ja. Man kann, glaube ich, sagen, dass es für dich emotional eine ganz besondere Woche war. Bist Vater geworden und hast das Pokalfinale bestritten, dein letztes Spiel jetzt für den BSC. Ja. Wie sieht da deine Gefühlswelt gerade aus? Ja, turbulent, sage ich mal. Hätten wir natürlich heute einen schöneren Abschluss gewünscht. Nichtsdestotrotz blicke ich auf schöne 9 Jahre in Burhave zurück und bin natürlich überglücklich, gestern Papa das zweite Mal Vater geworden zu sein. Nichtsdestotrotz ist natürlich Gefühlslage durchwachsen. Aber ein Bierchen. Einerseits glücklich, aber andererseits natürlich auch ein bisschen traurig, dass man verloren hat. Aber wir haben es gerade gesehen, Bierchen gibt es trotzdem heute Abend. Ich glaube, ihr habt trotzdem auch für dieses Finale durchaus Grund, damit zufrieden zu sein, oder? Ja, doch. Unterm Strich, zweiter Platz ist in Ordnung. Aber glücklich ist man darüber nicht. Denn der Pott geht in die Gemeinde Friedeburg. Florian Rose nimmt den Pokal entgegen und bei einem Mann ist die Stimmung ganz besonders prickelnd. Ja, Michael Schmidt, erstmal herzlichen Glückwunsch zum Pokalgewinn. Sie haben gesagt, Sie kleben so ein bisschen, aber ich glaube, das können Sie heute gut verkraften, oder? Doch, das stimmt. Wir haben mich mit Sekt begossen und mir ist auch schon ganz kalt. Und ich denke mir, wir werden jetzt vielleicht noch ein Fläschchen rausfinden, was wir nicht ausgekippt haben und noch trinken, ne? Um den Sieg zu feiern. Ja, Sie haben es angesprochen, Sie haben das ein oder andere Fläschchen noch rüber gehabt vom vergangenen Wochenende. Wie gut tut dieser Pokaltriumph heute Abend hier? Ja, für meine Jungs ist das optimal und das ist, glaube ich, die richtige Belohnung am Ende einer Saison, um dann auch die Saison also zu beenden. Weil wir haben eine ganz erfolgreiche Saison gespielt und darum freue ich mich für die Jungs, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja, Sie haben es gesagt, die Saison war sehr erfolgreich. Sie sind direkt durchmarschiert, durch die Ostfriesland-Liga spielen, nächste Saison in der Bezirksliga. Wenn Sie die Saison jetzt so in 2, 3 Sätzen zusammenfassen müssten, was wären das für Sätze? Also eine überragende Mannschaftsleistung, ein sehr gutes Team und ein toller Verein, der uns die ganze Zeit unterstützt hat in den 2 Jahren, wo wir immer weitergearbeitet haben und also am Erfolg gearbeitet haben und auch unterstützt worden sind, also vom Verein. Ne? Das ist ganz wichtig, mehr wie 3 Sätze. Ne? Wie schaltet man jetzt nach so einem Pokalfinale ab? Gibt es jetzt ein bisschen Urlaub für die Mannschaft auch oder wird so durchtrainiert? Nein, wir fahren am Wochenende auf Mallorca, reisen wir hin, dann machen wir eine richtige Mannschaftsfeier und die Saison beginnt erst wieder Ende Juni. Wir haben also richtig 3 Wochen Pause. Also Mallorca, aufgepasst. So sehen sie aus, die Kreispokalsieger 2016 vom TuS Strunden.